Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel City Skylines. In der letzten Folge habe ich hier das Elisabeth-Viertel und Fichtenviertel errichtet, denn hier gibt es, wenn man hier auf dieser Karte sieht, noch reichlich Erdöl. Momentan, ja, hier werden noch 30, 32 Einheiten pro Woche produziert oder abgebaut. Ist es nicht so viel, ist eigentlich gar nichts. Ja, ich habe das Spiel ein bisschen laufen lassen und habe festgestellt, wenn man hierher schaut, sehr viele LKWs auf der Straße wollen darüber und blockieren somit diese Kreuzung. Und viele Fahrzeuge, die wovon hier kommen, wollen dann hier rein und blockieren hier diesen Platz und ja, hier diese Kreuzung, hier die ganzen LKWs, wie man sieht, die werden jetzt gleich alle nach links abbiegen. Dann eine Weile bis grün ist. Momentan ist noch rot. Rot, rot, rot. Na, macht das grün wird. Ja, jetzt ist grün. Jetzt will der darüber, blockiert hier den Verkehr, der will darüber, blockiert hier den Verkehr, natürlich. Die blockieren sich alle gegenseitig. Das ist ganz schlimm. Deswegen habe ich was überlegt. Und zwar folgendes. Spiel kurz. Ja, nicht kurz. Das wäre schön. Spiel anhalten. Denn ich muss da was umbauen. Einmal brauche ich hier eine Straße, wo hier rüber geht. Und somit hier diese Kreuzung komplett entlastet. Bauen wir am besten auch eine Einbahnstraße. Die Straße mal komplett neu. Die wird dann von hier weiter hinten anfangen. Geht das überhaupt? Wird das bereits belegt? Mit was denn? Achso, Feuerwehr. Ha, natürlich. Ganz wichtig. Feuerwehr bauen wir natürlich immer. Bauen wir halt daher, ja, kann man machen. Gut, dann das Problem ist schon mal gelöst. Okay, Problem. Aber es ist keins. Und dann kann man hier so rüberfahren. Dann wäre hier die Straße schon mal freigegeben für den Verkehr. Hier das schnell reparieren. Zack, zack, wegmachen. Hier, die bekommen neue Grundstücke natürlich. Genau. Na, natürlich alles zerstört. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Weil hier machen wir auch. Hier machen wir Industrie. Das ist direkt Industrie und Gewerbe nebeneinander. Hier haben wir auch noch Industrie. Ups, hier hat sich auch was verschoben. Hier haben wir ein kleines Gewerbegebiet und hier machen wir auch ein kleines Gewerbegebiet. So, alles wieder gut. Sehr schön. Hier machen wir auch nochmal ein kleines Quergebiet. Ja, okay, haben wir das Problem schon mal gelöst. So, und jetzt muss der Verkehr eigentlich nur noch der Verkehr, wovon von der Straße aus kommt und da rein will. Wie machen wir das? Soll ich eine Brücke einbauen, einen Tunnel einbauen? Also beides nicht so einfach. Hier haben wir immer noch die Kreuzung. Oder soll ich hier den Busverkehr, der fährt hier rein? Busverkehr fährt hier rein und fährt auch gleichzeitig wieder raus. Okay, ja, das kann ich nicht ganz verhindern. Das muss so bleiben. Gut, dann brauche ich noch eine zweite Straße, eine zweite Strecke und zwar für den ganzen Verkehr, der wovon hier kommt. Hier kommen so viele LKWs, Wahnsinn. Die wollen alle hier in das Gebiet rein. Deswegen war hier eine möglichst schnelle Straße, dass diese Route auch angenommen wird. Und zwar nicht einfach von hier so rüber, das wäre viel zu einfach und außerdem die LKWs, wo hier rüberfahren, würden den Verkehr wieder beeinträchtigen. Deswegen kurz im Auge reiben. deswegen wäre ich hier. Oder ich fahre hier. Geht das?
Okay, das ist nicht, weil... aus irgendeinem... Ja, aus Gründen wahrscheinlich, die wo kein Mensch kennt. Hier könnte man... Ja, hier kann man eine Straße einfügen, sehr schön. So, und jetzt muss ich irgendwie darüber kommen. Ja, das wird natürlich super. gehen wir hier mal in den Untergrund. Ah, hier ist natürlich schon eine U-Bahn-Station. U-Bahn-Linie. Sichtweite. Hier, das passt schon mal. Hier kann ich so vorbei bauen. Wie machen wir das hier? Ich werde hier einen Bogen machen, so in etwa, so einen Bogen. Dann werde ich ungefähr bei dem Park rauskommen. Den Park, den Paradoxplatz setzen wir daher, da hat er gut Platz. Was bist du? Umweltfreundliche Firma, okay, tut mir leid. hier die Waggons brauchen wir nicht mehr, die habe ich nur hingebaut wegen Strom, dass hier der Strom möglichst schnell weitergeleitet wird. Das heißt, haben wir hier diese Straße. Diese muss hier, ups, muss an der U-Bahn entlang gehen. Ah, hier ist natürlich auch eine U-Bahn. Ja, das ist jetzt blöd. Ich muss die U-Bahn mal schnell abreißen. Genau. Kommt gleich wieder hin. Und gleichzeitig für den Verkehr von der Seite. Ja, da habe ich schon eine Idee. Halt wieder eine Oberfläche. Halt nicht so weit. Und zwar einmal von hier. Oh, das könnte knapp werden mit der... mit der Straßenbahnlinie. Gehen wir so her. Kannst hier ein bisschen in diese Richtung ziehen. Ah, ich kann anschließen, natürlich. Nee, das will ich nicht. Das will ich natürlich nicht. Aber ich könnte... ja, das wäre es gewesen. Nee, die Straße wird da nicht angenommen, das weiß ich jetzt schon. Ich muss hier weiter hinten beginnen. So in etwa, oder vielleicht noch ein Stückchen weiter hinten. Ah, das geht nicht, aber hier wird es gehen. Ja, das geht sogar. Dann hier so möglichst kurzen Bogen machen. Ja, so in etwa, das kann ich möglichst lange ziehen. Mal kurz eine andere Perspektive, hups. Das geht nicht. Aber das geht. Sehr schön. Okay. Jetzt muss ich auch wieder hier irgendwie vorbeikommen. Genau. Jetzt ist natürlich hier eine andere U-Bahn-Linie. Oh, komm. Dann machen wir das anders. Trick 17. Halt, hier brauche ich den Kurvenradius. Dann gehen wir bis daher. Eine Ebene nach unten. Jawohl. Sehr schön. Jetzt sind wir hier. Dann gehen wir hier wieder an die nicht Oberfläche, sondern eine Stufe nach oben. Ne, das kann ich nicht machen. Ich muss erst einmal mit der Straße. Und etwa daher, dann kommt hier ein langgezogener Bogen. Ja, super. Ganz so weit kann ich das nicht machen. Ja, bis daher und dann hier wieder an die Oberfläche. Ob das geht, ist halt die Frage. Weil hier ist der Containerstellplatz. Weg mit dir. Baue ich nachher wieder hin, keine Sorge. Dann hier mal schauen, geht das so. Und dann hier so dran. Ja, das geht sogar. Okay, gut. Sehr gut. Und jetzt kann ich hier diese Straße. Was so viel Straße. Hier anschließen. Nee, der Winkel gefällt mir nicht. Der ist ein bisschen zu steil. Aber das geht. Natürlich geht das. Sehr schön. Jetzt kann ich die U-Bahn-Linie, die ist, hups, U-Bahn, die ist hier. Also über die Straße komme ich drüber, oder wie? Ah, nee, jetzt kreuzen sich die zwei hier.
Kann ich vielleicht über die eine drüber, über die andere nicht? Vielleicht bis daher und dann. Oh Gott, das geht jetzt wieder nicht. Einfach hier unten durchfahren. Das so ist mir jetzt nicht vorgestellt, aber ich habe schon einen Plan B. Und zwar. Zack, zack. Weg mit dir. Dann gehen wir von hier aus. Gehen wir darüber. Nach da. Nach da und dann daher. Okay, cool, passt. Und dann wieder an die Oberfläche oder kurz mal schauen, wie sich hier der Straßenverkehr verhält, was hier passiert. U-Bahn findet hoffentlich seine Linie wieder. Hier ist die pinke U-Bahn unterwegs oder lilane. Hier ist die grüne unterwegs. Okay, das passt schon mal. Hier fahren einige Fahrzeuge im Untergrund. Ah, jetzt wieder eine Verschiebung geben. Okay, das passt, das passt. Hier kann man auch wieder kleine Kehrgebiete machen. Ah, hier genauso. Ja, hier die ersten LKWs fahren Untergrund. Auf der Seite. Ja, nicht wirklich. Was hier passiert? Ups, nee, Entschuldigung, so ist besser. Kurz mal schauen, was hier passiert. Oh ja, da sind einige Fahrzeuge unterwegs. Sehr schön, so gefällt mir das. Und hier fährt irgendjemand hier in den Untergrund. Zum Beispiel die ganzen Fahrzeuge von der Autobahn, die wo hier kommen, die könnten alle hier entlang fahren. Aber. Aber momentan hat da keiner Interesse. Hier kommen ein paar LKWs. Hier sind ein paar LKWs. Nee, die fahren vorbei. Fährt auch vorbei. Hier sind ein paar Fahrzeuge, die vielleicht hier rechts abbiegen. Hier ist ein LKW. Jawohl, jawohl, sehr schön. Das hat sich rumgesprochen. Okay. Ei, da geht's aber zu. Und 0,nix ist hier der Stadtbereich wieder entlastet. Hier sind ein paar LKWs, die wohl noch nicht die Straße oder die neue Strecke kennen. Ach, ist das schön. hier. Industrie, 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 Industrie. All I need is Industrie. Genau, ein Containerstellplatz bauen wir natürlich auch wieder hin. Der gehört schon dazu. Der war, oder den könnte man, sollte man. Ah, es hat nirgends mehr Platz, oder wie? Hier so rein, ja, da verliere ich wieder Industriefläche. Ach, egal. Da freuen sich die Nachbarn, oder auch nicht. Habe ich hier überhaupt eine Tankstelle? Tankstelle ist ja auch ein Gewerbegebäude, also gehört zu den Gewerbegebäuden. Hier. Oder hier ist eine Nebenstraße. Ja, daher, genau, da freuen sich alle. Oder auch nicht, mir egal. Aber ansonsten schaut es eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Hier steht ein Krankenwagen. Warum stehst du hier? Achso, deswegen. Ah, fahren wirklich sehr viele Fahrzeuge hier rein. Ja, das ist gut. Das war sehr gut. Noch besser wäre es gewesen, wenn ich direkt hier von der großen Kreuzung anfangen hätte können. Und zwar gehen wir nochmal in den Untergrund, Spiel kurz anhalten. Zack, zack. Nochmal wegmachen das Ganze. Halt, gehen wir von da. Es muss doch gehen. Ist doch eigentlich. Ups, falsch rum. Ja, das sind keine. Nicht ganz 90 Grad, deswegen. Ja, mal das weg. Das mal weg.
Okay, so geht's komischerweise. Wieder. Die kommt wieder daher. Ein bisschen schief. Ja, geht anscheinend nicht anders. Na, egal. Kann wieder hier Gebäude, Gebäude, Gebäude hinsetzen. Dann nehmen wir die große, die kleine Straße. Geht dann hier in den Untergrund hoffentlich irgendwie. Okay, okay, sehr gut. So gefällt mir das schon viel besser. Okay, hier das gefällt mir nicht, hier das Durcheinander. Hier machen wir so ein Gebäude, hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier könnte man was Größeres machen, hier wieder was Kleineres. Okay, alles gefixt, gar kein Problem. Jetzt dauert es wieder eine Weile, bis die LKWs hier den Weg finden. Ich könnte ja stattdessen, ups, in die Oberfläche die Straße zu upgraden. Denn dann hätten die Busse und Krankenwagen eine eigene Fahrspur. Ha, sehr schön, so gefällt mir das viel besser. Okay, einige fahren immer noch hier rum. Warum denn? Achso, die haben die jetzt noch nicht ganz kapiert. Da vorne. Hallo, hier kannst du abbiegen, Junge. Ah, die benutzen immer noch fleißig hier die andere Fahrspur. Hier. Ja, hier machen wir auch eine Busfahrspur. Ja, das war das, genau. Zack, zack und zack. Hat sich auch erledigt. Oh, jetzt gibt es ja enorm lange Staus auch noch. Okay, so enorm sind die jetzt nicht, aber hier könnte man vielleicht noch wieder so eine Sehenswürdigkeit reinmachen. Hier war glaube ich ein Hundepark, wenn ich mich täusche. Hier in der Straßenecke oder hier. Hier passt er gut rein. Oder da hier. Ja, sollte jetzt eigentlich ausreichen, oder? Wie schaut es hier mit der Farbe aus? Ja, von orange zu blau natürlich. So gefällt mir das viel besser. Wir haben die LKWs fahren hier in den Tunnel rein, wo sie auch hingehören. Und wenn sie ihre Fracht hier oben abgeliefert haben, können sie über diese Straße wieder da rausfahren und wieder zurück. Ah, hier geht sie auch zu. Geht's noch? Hey, so viele LKWs. Oh Gott. Der Wahnsinn, hier und dort stauen sich die Fahrzeuge. Kurz im Untergrund schauen. Da sind einige Fahrzeuge unterwegs, aber nicht auch so viele. Na, ja, ich denke, das passt schon so. Hier wird auch wieder gebaut, sehr schön. Outlet Store, neben dem Industriegebiet, super. Der bezieht seine Ware direkt von hier und hat quasi kurze Lieferzeiten, kurze Frachtwege. Ja, sehr schön, so gefällt mir das. Hier wird auch gebaut, hey, jetzt geht's aufwärts. Hier auf der Straße ist fast nichts mehr los. Ja, was so eine Kleinigkeit alles ausmacht. Hier im Untergrund. Ja, ist gerade gähnende Leere. Jawohl, die fahren hier die neue Straße entlang. Sehr schön. Könnte man fast meinen, wenn man hier reinfährt, dass man hier rauskommt. Das ist optische Täuschung. Dabei gehen die Straßen direkt aneinander vorbei. Die Busse, die haben ja hier eigene Fahrspuren. Ach, ist das schön. Theoretisch könnte ich ja die rote Linie daher ziehen. Genau. Aber die rote Linie hält ja schon hier an. Dann hält sie da an. Obwohl, hier ist eine Bushaltestelle. Egal, egal. Sollte mal was ausreichen. Jetzt haben wir schon 315.000 Einwohner. Jawohl. Okay. 85 neue Leute kommen in Stadt. Oh, nur noch 12. Oh, das geht nach unten, ne?
Sollte ich vielleicht diese Straße daher bauen? Wir könnten die Fahrzeuge noch schneller zum Güterbahnhof. Ja, man kann es auch übertreiben. Wäre glaube ich nicht schlecht. Obwohl, das wäre wirklich nicht schlecht. Ja, man lernt nie aus. Spiel wieder anhalten, wieder abreißen. Oh, hat sich wirklich super gelohnt. Das hier die Straße. Ja, egal, die lasse ich so. jetzt von da. Ah, zerstört wieder das ganze Gebiet. Mag ich aber nicht. Was bist denn du für ein Gebäude da? Achso, Feuerwehr. Natürlich. Was denn sonst? Jetzt. Achso, wir gehen. Okay. Dann gehen wir. Na komm. Geht das so? Ja, das geht so. Vielleicht hier das nochmal ein bisschen schöner machen. Könnte theoretisch von hier aus gesehen. Ups, falsches Tool. Von hier. Von hier aus nach da. Ne, es geht nicht ganz. Von hier aus nach da. Ja, das war zu viel des Guten. Von hier aus nach da. Jawohl. Einen sehr lang gezogenen Bogen machen. Jetzt haben wir wieder Fläche verloren. Oh. Aber ansonsten, ja, super, schaut es wieder hier aus wie, wie sonst irgendwas. Ups, nein, nein, nein. Halt, so, jetzt passt's. Hier, 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 hier. Okay, alles gut. Nichts passiert. Buslinien kennen sich auch noch aus. Ich hoffe es zumindest. Obwohl hier steht eh kein Gebäude. Sekunde. Wieder schnell fixen. Zack und. Zack. So. Zack, zack. Ha, wie vorher. Okay, der Bus ist gerade Offroad gefahren. Macht nichts. Hoffentlich kapieren die LKWs, wo sie hinfahren müssen. Okay, die Busse, ist klar, die haben eigene Fahrspur. Die LKWs, ja, einige haben es kapiert. Ah, ich sehe schon wieder, die Folge wird wieder zu lang. Tut mir leid. Hey, krass, wie viele Fahrzeuge kommen da? Hey, ihr habt hier unten einen eigenen Bahnhof. Ja, die merken wahrscheinlich, ups, hier ist ganz schön viel los. Wir fahren woanders hin. Vielleicht ein Konvoi. Es dauert es wieder eine Weile, bis die Straße angenommen wird. Ist das hier eine Einbahnstraße? Nö. Doch nicht. Hier sind viele Busse unterwegs. Krass. Latte. Rote und braune. Ah, die haben hier die gleiche Haltestelle, deswegen. Die braunen fahren hier nach oben, die roten geradeaus. Wo soll ich die Straße vielleicht doch daher bauen? es gibt wirklich kein Ende. Oder muss ich hier die Busfahrspur wegmachen? Ist jetzt die Frage. Nee, muss ich nicht. Oder könnte ich von. Hier ist die Straße ja ein Stückchen gerade. Von hier. Bloß mal so gesponnen. Geht das so?
Ups. Oh, das hat der LKW gerade gemacht. Dreifach Überschlag. Okay, es ist hier irgendwie ein bisschen komisch. No, machen wir nicht so. Obwohl, hier unten ist eh egal. Aber neu, machen wir das neu, neu, neu. Halt Busfahrspur. Ein Stückchen gerade. So, dann gehen wir eine halbe Stufe nach unten. Ich denke. Ups. Hallo? Was ist los? Hä? Bin ich schon so tief? Anscheinend. Ups, und dann schief. Oh, sehr schief. Sehr, sehr schief. So, versuchen wir es nochmal. Nein. Ach komm. Gerade. Das wird auch nichts. Ja, gerade. Gerade schaut gerade anders aus. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, hier geht's bergauf und bergab. Was ist denn hier los? Hier ist was einfach. Mann. Jetzt mach ich es nochmal komplett neu. Das ist ja potthässlich. So. Jetzt gehen wir von da aus gesehen. Theoretisch könnte ich gerade so rüberbauen, oder? Nee, geht natürlich nicht. Hast du ein Stückchen gerade? Müsste reichen. So. Ist ein bisschen kurvig, darf es natürlich auch sein. Halbe Stufe nach unten. So in etwa wieder halbe Stufe nach unten. Ja. Ah nee, machen wir das weg. Dann. Jawohl, so soll es sein, so kann es bleiben. So, jetzt haben wir. Ups. Die S-Bahn abgerissen. Nicht gut, nicht gut. S-Bahn. Okay, wieder gefixt. Ich reiß wirklich alles ab, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, wir müssen theoretisch von hier. Ja, viel besser. So gefällt mir das. Viel besser. Jetzt gehen wir hier wieder eine halbe Stufe nach unten. Hoffentlich reicht der Platz aus. So ein bisschen Länge ziehen. Mal schauen, ob das geht. Wie schaut das jetzt von oben aus? Ja, das kann man lassen. Mensch, das habe ich später kann man lassen gesagt. Aber das kann man wirklich lassen. Halt, okay. Ja, der Bogen gefällt mir nicht ganz, doch so gefällt mir. Okay, cool, dann haben wir das auch erledigt. Die S-Bahn sollte normal aus ihrer Haltestelle wieder finden, ne? So, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Obwohl hier mal ein bisschen Geschäfte hin. Hier kommt wieder das hin. Hier kommen wieder Geschäften. Hier kommt Geschäften. Dann kann es eigentlich weitergehen. Das weitergehen. Okay, die haben es kapiert, wo es entlang geht. Jungs, wo fährt's ihr hin? Okay. Alter, ich habe wieder was vergessen. Ah, komm. Upgrade, 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 Upgrade und Upgrade. Hey, wo fahren die hin, die LKWs? Okay, die einen haben es kapiert. Es fahren die alle darüber, oder wie? Der fährt geradeaus. Busse und Straßenbahn. Jep. Ah, hier das Gefälle, das passt ja super. Zwar nicht hundertprozentig, aber
kann man lassen. Hier ein Bäumchen reinsetzen. Ein bisschen grün machen das Ganze, dass man nicht auch so sieht, dass hier eine Straße direkt unter der Stadt durchgeht. Aber ansonsten, ja, es darf sich hier in Untergrund natürlich stauen. Es kommen die Fahrzeuge aber schneller, viel, viel schneller zu ihren Standorten. Ja gut, dann würde man sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.